Da sind wir wieder bei unserem lieben Raben, der bisher noch nicht wieder aufgetaucht ist. Und so wie sich die beiden vorhin unterhalten haben, hört sich das ja fast so an, als wenn unser lieber Butler Inch schwarze Federn hätte. Ein gut aussehender Mann und talentierter Musiker. Doch glücklich sieht er wahrlich nicht aus. Hallo, Herr Kreuzer. Wollen Sie mir auch noch eins mitgeben, so wie die Hexe da drinnen? Ich wollte mich nur mit Ihnen unterhalten. Das ist momentan nicht der richtige Augenblick. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihre Musik wunderbar fand und Lady Westmacott kein Recht hatte, sie so bloßzustellen. So? Woher wollen Sie das wissen? Sie kennen mich nicht. Also, hatte sie das Recht? Nein, sie nicht. Diese zynische alte Hex hat an Spaß, die Schwächen anderer bloßzustellen. Dabei haben wir die alle. Sie auch. Sie giert nach Anerkennung und tut so, als wär's nicht so. Schauerlich. Sie weist Preise und Auszeichnungen mit abfälligen Kommentaren weit von sich. Ärgert sich aber, wenn andere sie bekommen sollen. Sie braucht die Gewissheit, besser zu sein als andere. Sie scheinen sie gut zu kennen. Ich habe sie nur ein, zweimal getroffen. Aber ich kannte ihren Sohn und einige ihrer Bekannten. Eine Freundin von ihr hat mich eine Zeit lang unterstützt. Keiner getraut sich, es ihr ins Gesicht zu sagen, aber alle hassen sie. Sie oder ihren Erfolg? Sie haben so viel Talent. Warum stehen Sie nicht auf den großen Bühnen dieser Welt? Vielleicht Schicksal? Oder Pech? Meine Eltern haben mir und meiner Schwester alle Türen geöffnet und erwarteten eine entsprechende Karriere. Überengagierte Eltern, die ihre Kinder an ein Instrument zwingen? Nein, so war es nicht. Ich habe es geliebt. Ich spielte gern Geige. Ich musste nicht dazu gezwungen werden. Ich wollte es selber schaffen. Ich habe gedacht, ich würde meine Ziele erreichen, wenn ich mich nur genug dafür anstrengte. Doch, daraus wurde nichts. Was ist passiert? In einer dramatischen Geschichte hätte ich mir kurz vor meinem Durchbruch die Hand brechen müssen. Oder hätte aufgrund meiner Herkunft oder meines Namens abgewiesen oder durch Intrigen zu Fall gebracht werden müssen. Doch nichts dergleichen geschah. Ich übte wie besessen, wurde immer besser, richtig gut. Aber es passierte nichts. Nie hörten mich die Richtigen. Ich war nie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Können Sie sich vorstellen, was es für ein Gefühl ist, ständig kurz vor dem Durchbruch zu stehen? Nur einen Abend davon entfernt zu sein, über Nacht ein Star zu werden? Zu sehen, wie andere, nicht talentiertere Spieler an einem vorbeiziehen, weil einem selber das letzte Quäntchen Glück fehlt? Schrecklich. Für jeden Stern im Rampenlicht gibt es ein Dutzend Lichter, die verglühen und mit jedem Monat schwächer leuchten. Ich wollte keiner dieser Gestalten sein, die ihren Träumen hinterherhängen, nicht einsehen, dass sie unerreichbar geworden sind und damit ihr Leben verschwenden. Wenn ich schon nicht das Leben bekam, das ich mir selber erträumt hatte und das meine Familie von mir erwartete, so wollte ich das nächstbeste Leben. Das nächstbeste Leben? Villen, Limousinen, Partys, alles, was man sich wünscht. Nur, dass nichts davon mir gehört. Die Lady hat sie einen Schmarotzer genannt. Ein hässliches Wort. Aber vielleicht nicht weit von der Wahrheit entfernt. Ich bewege mich unter den Schönen und Reichen, führe auf den ersten Blick genau das Leben, das mein Vater sich für mich gewünscht hat. Ein sorgenfreies Leben, unbeschwert. Und ich spiele Geige, was ich immer geliebt habe. Aber so ist es nicht. Es ist hohl. Mein Leben ist nur eine Hülle, eine Show. Und jeder weiß es. Ich habe einmal was anderes geliebt und dafür gebrannt. Aber jetzt, die Geige ist nur noch ein Accessoire, um meinen eigentlichen Beruf ausüben zu können. Und Ihre Familie? Wie könnte ich Ihnen unter die Augen treten? Ein gescheiterter Geiger, der aufgegeben hat? Wie soll es mit Ihnen weitergehen? Ist das nicht eindeutig? Meine Hände beginnen zu zittern vom Alkohol. Was bleibt, wenn ich mein blendendes Aussehen verliere? Dann habe ich nichts mehr und werde Schluss machen. So etwas dürfen Sie nicht sagen. Mit der Pistole meines Vaters. Ich habe sie immer bei mir.
Sie ist weg. Ach, das Schicksal gönnt mir wohl nicht einmal einen schnellen Tod. Meinen Sie nicht, dass Sie es vielleicht doch noch schaffen können? Nein, zu spät. Die eigentliche Frage ist, habe ich damals zu schnell aufgegeben? Ich weiß es nicht. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut, Herr Kreuzer. Ja, es macht vielleicht nicht immer Sinn, jedem Traum hinterherzulaufen, aber ich glaube, wenn man etwas wirklich so sehr liebt, dann sollte man schon dran festhalten. Und nicht so leicht aufgeben. Dort dürfte es zum Frachtraum gehen. Nicht weiter interessant für mich. Da liegt vermutlich gerade unser netter Herr Zellner. Mit einer gehörigen Beule am Kopf. Buhl, Curling, Shuffleboard. Das ist sich alles sehr ähnlich. Insoweit, als es mich nicht interessiert. Die beiden scheinen sich näher zu kommen. Ich spreche sie lieber nicht an. Als ich den Professor zusammen mit Adil in London verfolgt habe, war ich zwar verkleidet, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er mich wiedererkennt. Okay, haben wir hier den... What? Nein. Solange es sich vermeiden lässt, werde ich nicht mit Ihnen sprechen. Gut, dann lassen wir das. Ist vielleicht besser. Okay, kann ich mit ihr auch die Treppe hoch? Ich würde hier gerne ins Zimmer der Baronin, aber ich fürchte ja, dass die entweder tatsächlich schon tot ist. Nee, kann sie ja gar nicht. Obwohl... Ich weiß es nicht. Wenn sie zu dem Zeitpunkt, als wir sie gefunden haben, entweder noch nicht tot war oder schon tot war. Ich weiß es nicht. Das ist alles sehr verwirrend. Keine Ahnung, was das für ein Fähnchen ist. Aber der Stab, an dem es befestigt ist, könnte sich nochmal als nützlich erweisen. Er ist etwa 80 cm lang und sieht recht stabil aus. Ja, der hält was aus. Aber zum Herumschleppen ist er zu unhandlich. Hm, ein Klassiker. Die Diebin steigt durch einen Lüftungsschacht ein. Sollte es so einfach sein? Nein, ist es nicht. Die Abdeckung ist festgeschraubt. Okay, also brauchen wir... Nein, es gibt keine Lücke, in die ich den Stab stecken könnte. Die Abdeckung lässt sich nicht aufhebeln. Der Salatzange lässt sich da aber auch nichts machen. Schade, hätte ja sein können. So langsam gehen wir hier dann aber auch die Ideen aus, muss ich zugeben. Zwei knackige Matrosen stehen an einem Tisch und studieren eine Seekarte. Gut, dass sie beschäftigt sind. So kann ich mich hier oben ungestört umschauen. Da ist hier nun leider nicht sonderlich viel... Bei dieser Konstruktion stand eindeutig der praktische Nutzen im Vordergrund, nicht das Design. Vermutlich fährt die Lydia regelmäßig Häfen an, die nicht über eigene Gangways verfügen. Und bevor man die Gäste mit Leitern von Bord schafft, hat man sich wohl für diese unschöne Variante entschieden. Es muss ja nicht immer alles schön sein. Manchmal reicht es auch, wenn etwas nützlich ist. Kabine der Baronin wird betreten. Hmm.
hier würde ich jetzt gern liegen. Und, Ein schönes Badetuch. Angenehm groß. Ich hoffe, ich habe morgen Gelegenheit, mich in die Sonne zu legen und den Rest der Fahrt zu genießen. Ein Liegestuhl im Sonnenschein auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich wäre eine Närrin, wenn ich mir das morgen entgehen lassen würde. Allerdings muss ich mich erst um meine Aufgabe kümmern, bevor ich in der Sonne entspannen kann. Ja. Darfst du alles... Er schwitzt stark. Geplatzte Äderchen auf den Wangen. Ein süßlicher Geruch. Ich hoffe, die restliche Crew nimmt sich ihren Kapitän nicht als Vorbild und bleibt auf großer Fahrt nüchtern. Er schwitzt stark. Ich... Huch. Geh nach hinten, geh nach vorne, geh nach links, geh nach rechts. Ich möchte aufs Vorderdeck. Obwohl ich nicht glaube, dass da ganz viel ist. Hier will sie ja nicht rein. Die beiden Stören wollen wir auch nicht. Oder ist unten noch irgendwas? Es ist nicht so einfach. Ja, wäre schlimm, wenn es einfach wäre. Wo man ja schon nicht ganz viel mehr machen kann, aber... Der gute Doktor scheint schwer beschäftigt zu sein. Ich sollte ihn nicht weiter stören. Keine Zeit zum Lesen. Ich muss das Geheimversteck in der Kabine der Baronin finden. Legrand spielt eine wichtige Rolle in unserem Plan. Er ist es, der Inch am Ende die Handschellen anlegen soll. Doch bis dahin gibt es noch eine Menge zu tun. Ja, es ist. Vielleicht war es ein Besatzungsmitglied, das sich mit dem Bau des Modells die langen Nächte auf See vertrieb. Nur jemand mit viel Zeit und Liebe zum Objekt kann solch ein Modell bauen. Das ist schön für das Objekt an sich. Helfen? Da kommen wir gar nicht rein. Aber hier kommen wir rein. Vielleicht haben wir noch irgendwas in den Koffern, das uns helfen kann. Er hat das beneidenswerte Talent, immer und überall schlafen zu können. Er ist einmal in einer Seilbahn eingeschlafen und erst aufgewacht, nachdem er den Berg schon wieder runtergefahren war. Na, da hast du dir einen netten Kerl rausgesucht. Es ging ziemlich schnell mit uns beiden. Schon bei unserem ersten Treffen hat es gefunkt. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und er kann sehr charmant sein. Gerade wenn er schnarcht, vermutlich. Eigentlich sind mir Hüte zu umständlich, aber sie passen gut zur Rolle. Und ich muss zugeben, der Tag in London, als wir Patricia Myers eingekleidet haben, hat Spaß gemacht. Okay, also heißt sie gar nicht Patricia Myers. Normalerweise nehme ich nicht so viel mit. Aber es wäre auffällig gewesen, wenn ich als vermeintliche Tochter aus besserem Hause nur mit einem Rucksack aufgetaucht wäre. Diese Halskette habe ich von meinem Vater. Sie soll mich daran erinnern, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Wenn du nur diesen Penny, dafür aber eine Familie und Freunde hast, bist du ein reiches Mädchen, hat er gesagt. Ich nehme sie mit. Sie soll mir Glück bringen. Ich achte immer darauf, möglichst wenig persönliche Gegenstände mitzunehmen. Sollten meine Sachen doch einmal durchsucht werden, darf keine Spur zu meiner wahren Identität führen.
So sieht das also aus. Ich hatte ja gehofft, ich finde hier irgendwas, womit ich das auch machen kann. Wir haben diese Kabine gemietet, weil sie so schön zentral liegt. Man kann jederzeit schnell in ihr verschwinden. Dass es eine erste Klasse-Kabine mit großem Badezimmer und Dusche ist, spielte für mich natürlich keine Rolle. Natürlich nicht. Sobald ich den Stein ausgetauscht habe, werde ich mir eine heiße Dusche gönnen und dann schauen, was der Abend sonst noch so bringt. Papa war gar nicht begeistert, als ich ihn angeschleppt habe. Aber ich glaube, er wäre mit niemandem einverstanden gewesen. Das haben Väter meistens so an sich. Menno, ich dachte, ich finde da irgendwas. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Badetuch und eine Halskette. Ich könnte den Penny einklemmen und hätte damit eine Art improvisierten Schraubenzieher. Warum nicht? Bingo! Manchmal muss man einfach nur total blöde Sachen machen. Hier fängt es gerade an zu schütten. Wie doof. Das ist natürlich total toll. Ich glaube, ich muss meinen Hund vielleicht mal reinholen. Ich meine, Hund kenne ich die noch draußen rum. Und lässt sich nass regnen. Aber ich will nochmal eben gucken, ob das funktioniert. Auch wenn es hier schon ganz schön knallt. Es hat gestern auch schon gewittert. Kann das da jetzt nicht irgendwie langsam mal mit aufhören? Wäre ich eigentlich recht dankbar für. Kein Bock immer auf Gewitter. Nun, boah, schüttet das hier nochmal. Blitzt das auch noch. Also schön. Also das Rauschen, was man gerade eventuell hört, ist tatsächlich Regen. Das war's. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das der richtige Schacht ist. Ich habe immer noch keine Lösung gefunden, wie ich aus der Kabine zurück nach oben in den Lüftungsschacht kommen kann. Ich bräuchte etwas wie ein Seil und eine Möglichkeit, es im Schacht zu befestigen. Nun, wir haben ein Badetuch, das man daran knoten kann. Ich könnte das Badetuch an den Stab knoten, den Stab im Lüftungsschacht über die Öffnung legen und mich dann am Tuch abseilen. Braves Mädchen, genau das hatte ich vor. Also los. Jakob Aust. Endlich habe ich dich. Ich werde dich verhaften lassen und ich werde dich vorführen. Kann ich etwas für Sie tun, Madame? Sie können mir aus dem Weg gehen. Soll ich aufräumen, Madame? Nein, es ist Zeit zu feiern. Ausgezeichnet. Ich habe freie Bahn. Was hat sie sich da denn angeguckt? Sie schien ein bestimmtes Foto gesucht und dann auch gefunden zu haben. Jakob Aust, jetzt hab ich dich, sagte sie. Wir haben uns im Vorfeld die Passagierliste besorgt, aber der Name sagt mir nichts. Die Baronin hat etwas notiert und den Zettel mitgenommen. Vermutlich irrelevant. Ich bin aber neugierig, Menno. Hunderte Schwarz-Weiß-Fotos, viele davon angelaufen. 20er, 30er Jahre, schätze ich. Ich habe nicht die Zeit, mich mit ihnen zu befassen. Menno. Stattlich. Für den kleinen Durst unterwegs. Ui. Was?
Entschuldigung, jetzt habe ich das weggeklickt. Servietten und Tücher, kein Stein. Korkenzieher, Flaschenöffner, Untersetzer, nichts weiter. Gin, Whisky, Likör, Sherry, Wodka, Branntwein und Champagner. Alle Flaschen sind mindestens zur Hälfte leer. Was ist das? Ein kleiner Lederriemen. Aha. Für mich sieht das aus wie ein Kombinationsschloss. Eine herrliche Arbeit. Man muss die vier richtigen Symbole einstellen, damit sich die Tür öffnet. Nofretete, Guernica, A.D., Buonarrotis Adam. Das könnte eine Gedächtnisstütze der Baronin sein. Und auch eine Erklärung, wie Inch auf die Kombination gekommen ist. Ich schreibe die Hinweise auf. Wie ich die Sache sehe, muss ich mindestens drei Begriffen ein Symbol zuordnen. Das vierte Zeichen könnte ich durch Ausprobieren ermitteln. Tja, Nofretete war eine ägyptische Königin. Das Monogramm und die anderen beiden Begriffe sagen mir nichts. Okay, aber da wird es doch bestimmt Bücher irgendwo zu geben, oder nicht? Ich sollte aufhören. Das hat übrigens auch schon wieder aufgehört zu gewittern. Das war... Ich bin mir sicher, das Auge ist im Gepäck der Baronin. Ja, aber die Bücher... Oh, dieses Mädchen. Ich komme gerade nicht los. Zum Glück musste ich nicht jeden dieser Koffer durchsuchen. Inch muss seit Monaten mit dieser Frau durch halb Europa reisen. Er kann einem fast leid tun. Fast. Ich bin hier, um einen der wertvollsten Edelsteine der Welt zu stehlen, nicht den Inhalt von Handtaschen. Ja, aber die Hinweise und so, ich weiß ja nicht, ob man das so hinbekommt. Aber das bleibt da stehen. Das sollten wir sowieso beim nächsten Mal ausprobieren. Bis dann. Tschüss.